dance and turn up the Servus, liebe MMA ohne Maske Soldaten und herzlich willkommen bei 14. Folge unserer Podcast MMA ohne Maske hier auf YouTube. Und wie ihr seht, unser heutiger Gast aus Magdeburg, Lascha Abramishvili. Lascha, grüß dich, wie geht's dir? Hallo, sehr, sehr gut, wie geht's dir? Mir geht es super. Es freut mich auf jeden Fall an der Stelle, dass du das Angebot angenommen hast, mit mir ein Interview zu machen. Kurz vor deinem Kampf, also es ist nicht kurz, es sind noch ein paar Wochen bis daher, aber wir können schon über den Kampf zwischen dir und Moris Adolf bei NFC 15 am 23. September sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, Lascha, in meinem Podcast ist es so eine Tradition, man stellt sich immer vor. Ich habe das Gefühl, dich kennt mittlerweile schon halber Deutschland, aber wie würdest du dich selber vorstellen? Wer ist Lascha Abramishvili? Ah, ich kann nicht so viel sagen. Also, Lascha ist, kennt fast viele Leute, wer guckt in Deutschland MMA. Ich bin also MMA-Kämpfer. Beruflich mache ich gar nichts. Ich trainiere nur Vollzeit MMA, zweimal sogar am Tag. Und das ist meine Karriere einfach. Außer MMA mache ich gar nichts. Ich trainiere nur MMA und dann ich versuche meine Karriere aufbauen mit MMA. Sehr schön, sehr schön. Ich bin in Georgien geboren, in Georgien gewachsen und seit fast 9 Jahren bin ich in Deutschland. Dann ja. Geil. Also Lascha Abramishvili ist Vollzeit-MMA-Kämpfer. Kann man Vollzeit-MMA-Kämpfer. Sehr schön. Also das ist auf jeden Fall Traum von vielen jungen Talente und junge Jungs, ne, sich einfach auf den Kampf zu fokussieren. Du hast es irgendwo erreicht, aber glaube ich, den Weg bis dahin war recht schwierig, sich einfach mal von dem Kampfsport zu ernähren. Und du hast auch Familie. Es ist nicht einfach. Ja, es ist nicht einfach. Also Anfang habe ich gearbeitet. Natürlich in Deutschland habe ich gearbeitet. Dann, ich trainiere nicht so lange MMA, sogar 5 Jahre ungefähr. Mhm. 5 Jahre. Ich war 28 angefangen in Braunschweig. MMA Evolution habe ich angefangen, wo in Braunschweig gearbeitet und dann Braunschweig habe ich MMA angefangen. Dann habe ich neue Arbeit gefunden in Magdeburg und dann habe ich leider Gym gewechselt. Ich trainiere jetzt in Launda, Sportakademie. Momentan, also ich arbeite nicht, wie gesagt, ich trainiere nur meine Frau. Momentan arbeitet und was die meine Frau verdient, momentan reicht für ihr Leben. Dann also ich versuche meine Beste im MMA, mal gucken, was kommt. Arbeit kann ich auch später machen, aber erstmal MMA, mal gucken, was ich mache mit MMA. Also du und deine Frau, ihr seid ein Team, ihr zieht euch zusammen und das ist das Wichtigste bei diesem Sport. Das ist das Wichtigste für mich. Meine Frau, meine Familien und dann meine Karriere MMA. Meine Frau hilft wirklich mega. Also ohne meine Frau wirklich, ich konnte nicht so viel machen, weil in Deutschland weiß alle, ohne Arbeit ist so schwer zu leben. Richtig. Ja, und momentan läuft es so. Also ich ziehe Hut auf jeden Fall vor dir und deiner Frau, denn wie gesagt, das Team ist wichtig und ihr seid ein tolles Team. Lascha, wir überspringen sehr vieles, aber du hast erwähnt im Fighting-Interview, du hast über 500 Kämpfe in Taekwondo absolviert. Stimmt das? Ja, das stimmt. Über 500 Kampf, genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Wie schafft man das? Also Turnier, also in Taekwondo ist ein bisschen anders als MMA. Also pro Turnier kämpfst du 5-6 Mal. Weil manchmal meine Gewichtsklasse war 60, 50, 70 Leute. Boah. Also bis zum ersten Platz musst du erste Platz, musst du 5, 6, 7 Mal kämpfen. Deswegen, ich habe über 150 Turnier, dann Kampf sowieso pro Turnier Minimum 4 Mal, 5 Mal, 6 Mal. Also über 500, 600 Kampf habe ich in Taekwondo. Wow. Es ist ein bisschen anders, aber ist auch sehr, sehr anstrengend. Glaub mir, es ist kein Spaß. Also Taekwondo ist der richtige Kampfsport und dann brauchst du auch viel Power, viel Kondition, viel Technik musst du, weil es auch sehr, sehr schwer ist. Olympischer Kampf, olympischer Sport und dann natürlich ist nicht einfach.
Wahnsinn. Und du hast da Georgien repräsentiert, vermute ich mal, oder? Genau, genau. Mhm. In Deutschland habe ich auch viel gekämpft. In Deutschland habe ich auch viel zu viel gekämpft. Aber wenn du jetzt diesen olympischen Sport Taekwondo erwähnt hast, weiß irgendwo in deinem Hinterkopf so, ey, ich kann irgendwann mal Georgien bei Olympischen Spielen vertreten, repräsentieren? Es war so ein bisschen schwer in Deutschland, weißt du. Erstmal war kein Geld, also Geld verdient nur Olympiade und Weltmeistercup in Taekwondo, sonst Europameistercup. Kenne ich viele Leute, so Champion geworden, Europameister, 1.000 Euro, 2.000 Euro, das kann man nicht leben. Gar in Deutschland habe ich auch mit Taekwondo angefangen. 5, 6 Jahre habe ich Taekwondo gemacht, wo ich in Deutschland gekommen. Dann habe ich gewechselt schon, ich hatte keine Lust mehr. So, und in Taekwondo auch ein bisschen, also Gesetz, Regel, ein bisschen anders geworden, ein bisschen schwer geworden. Und habe ich jetzt mit MMA gewechselt, leider. Ich habe wieder Lust zum Taekwondo-Kämpfen trainieren, aber momentan habe ich nur MMA. Ja, es ist halt finanziell nicht attraktiv. Ne? Man muss auch von was leben. Also mit Familien, wenn du Familien hast, weißt du schon, brauchst du ein bisschen mehr. Ja. Definitiv, definitiv. Okay, also Taekwondo, 500, 600 Kämpfe. Bei den MMA hast du, glaube ich, 8 Profikämpfe auf deinem genau, Konto. Jetzt momentan mein Rekord, mein Bilanz, 5 Siege, 2 Niederlage, 1 Unentschieden und dann ist jetzt neunte Kampf in NFC gegen Harbo. Und richtig, und dein letzter Kampf war, glaube ich, ziemlich besonders für dich, denn es war der Kampf bei der The Cage-Veranstaltung XNFC und dort hast du um einen Bantam-Titel gekämpft von The Cage. Es war Open Air, erster Titelkampf vermute ich mal in MMA. Erzähl mir deine Gefühle. Wie hast du dich gefühlt, zu Hause zu kämpfen, Open Air, ne? Also das Ganze ist eigentlich ein Gesamtpaket gewesen. Ich weiß es nicht wie, aber ich war ganz ruhig, also ganz normal war das für mich. Also erster Titelkampf, Gegner war auch nicht so schwach, ja, so starke Gegner, also viel Erfahrung, viel gekämpft. Letzte Mal, also UFC-Veteran gegen Tali Taha gekämpft. Genau, Valentin. Und ja, und weiß ich nicht warum, aber ich war ganz ruhig, ganz normal war alles für mich. Mhm. Und ist da irgendwo Unterschied, so Outdoor zu kämpfen und Indoor, quasi in Halle und zum Open Air, ist es irgendwo anders? Genau, genau, ist es ein bisschen anders, ja. Erstmal, also wenn du in Halle kämpfst, gibt es ganz andere Leuchter, Leute, kann man auch sehen, also ein bisschen laut alles. Und dann jetzt war ein bisschen Sonne im Käfig, das war ein bisschen komisch. Anders, ne? Ja, aber trotzdem habe ich Spaß gemacht, war gut, sehr, sehr gute Veranstaltung. Cage mit NFC zusammen. Definitiv. Viele Zuschauer, viele gute Kämpfer, war perfekt. Ja. Ja, perfekt, perfekt. Ich finde The Cage auf jeden Fall sehr gute Veranstaltungsreihe, weil bei euch quasi Magdeburg und ich nenne das jetzt mal Ostdeutschland, da fehlt auf jeden Fall eine Veranstaltungsreihe, die gute Events veranstalten können. Und ich glaube, dein Trainer Sascha Pupendick hat auf jeden Fall jede Menge Erfahrungen mit Veranstaltungen. Und ey, ich drücke auf jeden Fall mal die Daumen, auf jeden Fall, für Magdeburg. Jetzt kommen die nach Rostock, habe ich gesehen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. November, genau. Jawohl, sehr nice. Und du bist der erste Champion von The Cage in Bantamgewicht. Ja. Wie ist der Plan? Denn du hast jetzt, bei dir steht schon der nächste Kampf bei NFC, auch um den Titel. Aber was mich interessiert, musst du oder möchtest du den Cage-Titel noch irgendwann mal verteidigen? Warum nicht? Warum nicht? Cage sowieso langsam groß werden. Ich glaube, nach 2, 3 Jahren wäre noch größer Cage als jetzt. Und warum nicht? Immer gerne zu Hause zu kämpfen. Ich mache das immer gerne. Sehr nice, sehr nice. Ich habe mir das Interview von dir schon mehrmals angeschaut bei Fighting, weil ich finde dich wirklich auch als Person super interessant und auch super ehrlich. Und dort wird die Frage gestellt, wann würdest du gerne wieder kämpfen? Die meinten, ja, im Dezember wäre es möglich und du sagst, nein, September, ich bin ready. September, erstmal Fokus nur auf September, 23. Dann ich will noch dieses Jahr noch einmal kämpfen. Und dann weiß ich nicht genau, wo. Also Titel muss ich 100% verteidigen in NFC. Das ist der, genau, wichtig. Aber die Sache ist,
du wusstest noch gar nicht mal, dass du um den Titel kämpfen wirst. Weißt du, was ich meine? So, als hättest du dir das selber so gerufen, ey, nein, ich möchte September kämpfen. Und so der Schicksal das wollte, kämpfst du jetzt in ein paar Wochen, am 23.09. in Krugerhalle um den Titel in Bantamgewicht gegen Moris Adolf. Und du hast auch Statement zu Moris Adolf genommen, aber wie findest du ihn als Kämpfer? Sehr gut. Also weiß ich nicht, was denken Leute, was die, aber ich finde, Moris ist gut. Guter Striker, läuft sehr gut. Guter Kämpfer. Also passt für mich. Er ist auch Standkämpfer. Ich kämpfe auch gerne Stand. Und dann, ich denke, Kampf wäre sehr, sehr interessant. Ja, definitiv. Also der sollte gegen Max Holzer kämpfen. Der Max Holzer musste zurücktreten vom Titelkampf. Ich glaube, es ist noch nicht veröffentlicht, warum. Aber als die Nachricht an dich zukam oder an deinen Trainer, hier gibt es Möglichkeit, um den Titel zu kämpfen. Was war deine erste Reaktion? Ah, das war wirklich meine für mich richtig Überraschung. Ich habe gar nicht gewartet. Ich hatte so im November einen Kampf geplant, also gegen Dino Starkevich oder wie heißt der, keine Ahnung. Ja, ich wollte November kämpfen, aber das war wirklich ein gutes Angebot, richtig geschenkt für mich. Direkt Titelkampf gegen Moris Adolf, September. Und dann, ich habe gerne genommen, diesen Kampf. Yes. Aber der Dino Starcevic, wäre es ein interessanter Gegner für dich? Warum nicht? 5-0 Bilanz, gute Grappler. Definitiv. Ja. Definitiv. Okay, aber du kämpfst gegen Moris Adolf um den Titel. Du hast in einem Interview gesagt, er wird mit dir die erste Runde nicht aushalten. Also du wirst ihn finishen. Ja, Moris ist wirklich ein guter Kämpfer, aber hat nicht solche Power wie ich. Ist guter Striker, ich bin auch Striker, aber gibt es verschiedene Level. Ja. Ja. Mal gucken, weiß ich nicht, also was passiert im Kampf. Aber ich versuche, Kampf zum ersten Runde beendet. Boah, krass. So wie schon gewöhnt bei dir, ne? Denn Valentin hast du auch ziemlich krass gefinisht, so wie du gesagt hast. Erster Kontakt mehr oder weniger und der wird fertig sein. Ich habe einen Podcast mit dem lieben Julian. Julian, liebe Grüße gehen raus. Und ich muss die Frage stellen, weil wir haben uns über den Kampf zwischen dir und Moris ein bisschen unterhalten. Und der Julian meinte, ja, also Moris, ne, also wir favorisieren beide Lascher, aber der Moris, wenn er die Distanz halten kann und der Lascher unter Kontrolle quasi halten kann, hat er eine Chance. Und ich habe die Gegenfrage gestellt und habe ich gesagt, glaubst du tatsächlich, kann man Lascher Abramishvili unter Kontrolle halten? Weil ich glaube, das ist unmöglich. Bei mir kontrollieren, es ist nicht so einfach. Wie gesagt, in MMA, im Kampf passiert alles, aber ich habe noch nie gekämpft, 3 Runden, 4 Runden, 5 Runden. Ich will wirklich dieses Mal, ich will ein bisschen länger kämpfen. 3 Runden, 4 Runden, vielleicht 5 Runden, weil ich will zeigen, was ich kann, meine Potenzial wirklich rausmachen. Also zeigen wirklich, was ich kann. Und wie soll ich sagen, meine Schläge und meine Kick, wenn jemand kriegt, ja, 90% Kämpfer, also mental brecht, 100%. Also das ist auch sehr wichtig, ne? Die mentale Stärke. Also quasi, wenn man den ersten Schlag bekommt und sagt, boah, der war aber krass, ne? Dann bricht man schon in den Kopf. Das meinst du, ne? Yes. Direkt nach dem ersten Kontakt merkst du schon, wer ist deine Gegner. Krass. Ja, ich hab den Interview auch mit Karan Mossenbach, mit dem Trainingspartner gehabt und ich habe mir so gefragt, ey, wer ist dein Lieblings-Sparring-Partner? Und er sagt, ey, ich mache alles außer Lascher Abramishvili, weil mit dem ist es echt nicht einfach, ne? Also, aber ja, richtig krass. Ja, dein Stand-up steht auch für dein Gym. Wie wir schon erwähnt haben, Laun, der Gym ist bekannt dafür, dass da einer der beste Stand-up-Fighter da rauskommen. Wie trainiert sich bei Laonda? Du hast den Gym gewechselt vor ein paar Jahren. Fühlst du dich da auf jeden Fall wie zu Hause schon höchstwahrscheinlich? Und wie läuft die Vorbereitung? Ja, die Vorbereitung läuft mega, wirklich. Hilft viele starke Leute. Niklas immer dabei zum Training. Karan, Sascha natürlich. Und dann haben wir auch ein paar sehr gute Amateurkämpfer. Die kämpfen noch Amateur, aber sie sind wie Profi. Und dann passt für mich als Sparringpartner, läuft mega alles. Darum habe ich so schnell genommen, diesen Titelkampf.
weil ich bin noch fit. Ich habe nur so eine Woche, ungefähr 7, 8 Tage habe ich Pause gemacht nach dem ersten Kampf, und dann ich bin wieder im Gym. Und Training läuft gut, also bis Kampf jetzt noch 3 Wochen, ich habe noch Zeit, ich vorbereite noch besser. Und mal gucken, ja. Ja, definitiv. Also du bist schon auf jeden Fall in Vorbereitung. Der Kampf findet circa in 4 Wochen statt. Ja, wir kommen dann weiter. Es gab so Gespräche und wir haben alle so irgendwie MMA-Fans spekuliert, wem könnte Lascha Abramishvili kämpfen. Du hast es auch in einem Interview gesagt, mein nächster Gegner in Bantamgewicht sollte Khalid Taha sein. Ist es noch irgendwo in deinem Kopf? Ist es denn der nächste auf deiner Blacklist? Warum nicht? Ich will nur mit starken Leuten kämpfen. Ich habe kein Interesse mit schwachen Leuten. Also manche wollen nicht kämpfen, sondern die wollen einfach nur noch einen Sieg zum Topology oder zum Sherdog, weißt du. Ich kämpfe nicht so, nicht für Sieg. Ich will kämpfen, weißt du, mit starken Leuten. Das bringt nicht. Also wenn ich gewinnt mit schwachen Kämpfern, das bringt nicht einfach. Ja, definitiv. Das ist die Kämpfermentalität, ne? Genau. Das ist Wenn so. du willst, wenn du willst groß werden, also stärker werden, du musst mit starken Leuten trainieren, starke Leute kämpfen gegen starke Leute, und dann da kannst du ein bisschen weitergehen. Weil irgendwo kämpfst du sowieso mit starken Leuten, ja. Definitiv, definitiv. Also du hast auf jeden Fall deine Kämpferqualitäten in dem Kampf von Kuschet Kakarov bestätigt, weil der Kampf verlief gut, bis zum gewissen Punkt, wo du gesagt hast, hey, da waren Hinterkopfschläge und so weiter und so fort. Und man sieht bei dir auch, dass du kontinuierlich wächst, ne? Von Kampf zu Kampf. Das mit dem Kampf mit dem Valentin, das war Finish wie aus einem Film, ne? Jetzt kommt der Morris Adorf und ja, wir freuen uns. Also ich persönlich würde super gerne sehen den Kampf zwischen dir und Khalid Taha. Ja, aber da ist nochmal ein Name und zwar Max Holzer. Was wird denn mit Max Holzer? Ihr kennt euch, ihr habt zusammen trainiert, Ja, läuft es so? ich kenne seine Trainer, seine Gym, selber auch Max, und dann ich war auch ab und zu zum Sparring in Fight School Hannover. Also Interesse habe ich nicht. Aber wie gesagt, ich muss meinen Titel, also habe ich noch nicht, aber ich hoffe, 23. ich bringe noch einen Titel in Magdeburg. Dann, wenn ich diesen Titel gewinnt, dann muss ich wieder verteidigen, und dann mit wem ist wirklich mir scheißegal. Kein Interesse. Wenn kommt Max Holzer, ich kämpfe mit denen. Wenn kommt Khalid Taha, ich kämpfe gerne mit denen. Lass uns mal ein bisschen spekulieren. Lass uns mal ein bisschen spekulieren. Und zwar, jetzt angenommen, du besiegst Morris Adorf. Du bist der Titelträger von NFC in Bantamgewicht. Natürlich auch The Cage. Du hast es auch mal erwähnt in dem Interview von Fighting. Du würdest gerne die Gewichtsklasse wechseln. Ja. Jetzt in der Gewichtsklasse höher im Federgewicht ist Max Koga der Champion. Es wäre doch ein nicer Fight, Champion gegen Champion, oder? Gerne, gerne. Wenn ich Gewicht wechsle, also wenn ich 66 kämpfe, wie gesagt, ich will nur mit starken Leuten kämpfen, nur mit guten Leuten. Ja? Das Max Koga natürlich hat Titel in NFC, Federgewicht, und warum nicht? Ich kämpfe gerne mit Max Koga. Kein Problem. Es macht auf jeden Fall auch Sinn aus meiner Hinsicht, weil es sind zwar einige gute Kämpfer im Federgewicht, aber ich sehe da wirklich nicht keiner aktuell, der gegen Max Koga auf der Augenhöhe kämpfen könnte und quasi, dass er auch den Titelchance bekommen hätte. Es gibt so einer, wo ich denke, der könnte, oder zwei, so Kramatulo Sufiev wäre auch super interessanter Fighter für den Max Koga oder sein Teamkollege Pantelei Teran. Aber ich glaube, so einen Fight Champion gegen Champion wäre, glaube ich, auch für uns Zuschauer super interessant. Ja, das wäre sehr, sehr interessant. Also wenn ich Gewicht wechsle, ich versuche zu Max Koga kämpfen für zweite Titel. Warum nicht? Gerne. Krass. Weil ich wiege jetzt richtig schwer. Also letzte Mal war richtig harte Weightcut gemacht. Ich wiege jetzt nicht so viel wie letzte Mal, aber mal gucken jetzt. Ich habe schon geplant, also ab nächstes Jahr vielleicht Federgewicht, nicht mehr Bantamgewicht. Ja gut, das ist irgendwann mal auch notwendig zu machen, ne? Also die Gewichtsklasse zu ändern. Wie viel wiegst du jetzt, 4 Wochen vor dem Kampf, wenn man das erwähnen Jetzt kann? nicht so viel, also 75, 74, weil Okay. von 3 Wochen habe ich gekämpft, und dann ich war bis 80 ungefähr, so
das ist schon viel, ne? Fast die letzte Kampf habe ich extrem schwer Weightcut gemacht, und aber habe ich trotzdem geschafft. Ja, du hast gute Leute an deiner Seite, ne? Niklas Schwarze ist, glaube ich, der absolute Experte, was Gewicht machen angeht. Niklas hat mich geholfen, Sascha natürlich, also ganze Gym war hinter mir, haben wir zusammen Weightcut gemacht, richtig professionell alles. Regeneration war auch professionell. Ich war nächsten Samstag, Fight-Tag, war fit, richtig. Hammer. Okay, ich habe noch zwei, drei Fragen und dann wären wir auch fertig. Ich weiß nicht, ob du ein Typ bist, der gerne Prediction abgibt. Ich bin kein Kämpfer, ich tue das sehr gerne. Ich habe auch gesagt im Podcast, ich vermute mal, der Kampf zwischen Lascha und Moritz Adolf wird nicht länger als 2 Runden dauern. Da es ein Titelkampf ist, ist es auf 5 Runden aufgesetzt. Was ist deine Prediction für den Kampf zwischen dir und Moritz? Es ist schwer zu sagen, im Kampf wie läuft. Kampf, keine Ahnung, aber also wie gesagt, nach 1 Minute oder nach 2 Minuten, wer muss zusammen Kontakt machen, ja? Und dann, wie gesagt, will ich ihn schlagen, ja? Ich schlage ihn K.O. oder mache ich ihn Finishen 100%. Also es kein Sinn, also 2, 3 Runden 100% bin ich sicher, dauert nicht. Ich hoffe, ich will mit den 2, 3, 4 Runden kämpfen, weil ich will auch gucken, was ich mache nach 3 Runden, nach 4 Runden. Aber ich denke, das dauert. Alles wird im ersten Runde fertig. Ich beende im ersten Runde Kampf. Wow, krass. Das ist auf jeden Fall eine tolle Prediction. Das ist etwas, was die Zuschauer und was ich gerne mag, sowas auf jeden Fall zu hören. Ja, wir drücken auf jeden Fall mal die Daumen. Natürlich für dich, aber auch für den Moritz, dass der Kampf vernünftig abläuft, dass sich keiner verletzt und dass wir einen klaren Sieger haben. Aber ich habe noch eine Frage, und zwar, was für Ziele verfolgst du bei dem Kampfsport? Muss nicht unbedingt nur NFC sein, bei dem Kampfsport. Was möchtest du schaffen? Ja, also wie jeder Kämpfer, das ist mein Ziel, auch UFC. Aber außer UFC gibt es viele gute, große Organisationen, wo kann man kämpfen, Geld verdient, gegen starke Leute kämpfen. Das ist erstmal 23. NFC-Titel, dann muss ich meinen Titel noch einmal verteidigen, dann mal gucken. So, Ziel ist UFC, wirklich. Nice. Aber mal gucken, ja. Und dann, wenn du. Wie weit schaffe ich, wie weit mache ich, mal gucken. Krass. Und dann, wenn du UFC gehen würdest, welche Gewichtsklasse? Würdest du lieber gegen Volkanovski kämpfen oder gegen Sean O'Malley? Ja. Wenn ich in UFC kämpfe, also erstmal, ich will Bantamgewicht, so von 61 Kilo. Na, gucken, ja. Wie dann vielleicht später, wenn alles wird gut, und dann vielleicht Federgewicht. Krass, krass. Interessiert mich eine Sache. Wie findest du eigentlich Alexander Volkanovski? Gibt es aktuell einen Gegner in Division, der ihn schlagen kann im Bantamgewicht? Alexander Volkanovski ist eine richtige Kampfmaschine, aber gibt es auch aus Georgien, Ilya Topuria. Wer kann Volkanovski stoppen? Wirklich? Weil das gleiche Körper, gleiche Power. Volkanovski hat mehr Erfahrung, aber Ilya Topuria ist auch eine richtige Maschine. Definitiv. Weil er kommt aus Georgien, er hat ganz andere Mental, ganz andere Kämpferherz. Dann ich denke, er kann Volkanovski stoppen. Ja, da bin ich echt sehr, sehr gespannt. Mich würde das freuen. Ich glaube, den Julian würde das noch mehr freuen, weil Ilya Topuria ist sein absoluter Lieblingsfighter. Weißt du das, dass der Ilya Topuria, ich weiß nicht, ob ich mir das richtig merke, dass der in Halle in Deutschland geboren worden ist? Genau. Also hat auch deutsche Wurzeln. Genau. krass auf jeden Fall, ja. Okay, Lascha, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für das Gespräch. War super interessant, offenes Gespräch. Sowas mag ich echt, ohne Maske sich zu unterhalten. Gerne. Ich wünsche dir am 23.09. viel Erfolg. Toi, dass du den zweiten Titel holst, denn dann wird das auf jeden Fall interessant. Nach dem Kampf können wir auch noch einen Podcast machen. Gerne mache ich. Du weißt es. Dein Ganz Problem. Genauso machen wir das. So machen wir das, hundertprozentig. Ich wünsche dir und deine Familie noch einen schönen Sonntag. Und Lascha, du kannst ruhig auch was Schönes für die Zuschauer sagen, denn bei uns hat der Gast immer das letzte Wort. Du darfst loslegen. Vielen Dank. Und ja ich versuche meine Zuschauer glücklich machen, 23.
Und wie nach dem Cage-Titel habe ich gesagt, ich hole noch einen Titel in Magdeburg dieses Jahr. NFC-Titel ist zweite. Nice. Super cool. Also, meine Lieben, ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Lasst mal ein Like, Abo da, aktiviert euch die Glocke. Und das war der sympathischste Kämpfer auf der MMA-Kampfsportszene, Lascha Abramenschwili. Ciao, wir sind raus. Danke, tschüss.